Aber danke für den Tipp. Was? Alles klar? Ah, was? Ach ja, stimmt. Ja, doch. Ich nehme den Schild. Das ist tatsächlich die beste Ausrüstung, die ich aktuell habe. Nein, ich habe keinen, kein Problem mit Energy Drinks. Überhaupt nicht. Da vorne ist noch was. Mehr Segel! Segel! Es ist da, da vorne, also sollte das nicht das Problem sein, wenn ich da kurz rein fahre, oder? Hi, Schatzi! Wie gesagt, ich habe aktuell sogar jetzt eine Aufnahme laufen, also nicht nur den Stream. Ich hoffe, das reicht. Aber laut OBS bin ich bei 30 Frames pro Sekunde. Sollte das nicht das Problem sein? Ach komm. Was war das für ein Wack? Ah ja, gut. So. Ja, kommt. Komm. Kommt schon. Ich weiß, dass ihr das auch könnt. Sie können alles kaputt machen, ja. Oh, sagt mir nicht, dass ich jetzt gerade das Schiff hier in der... Nein, okay. Okay. Okay, da kann ich rein. Irgendwo? Eines Winters bat mich irgendwo kann ich da rein. Einen Tausch anzunehmen, um seine Treffsicherheit und seine Sicht im Schnee zu verbessern. Mit Freude im Herzen fing ich einen Hasen und opferte ihn der Göttin, auf dass sie meinem Vater dachte. Hast du schon einmal so viele Schiffe in einem Hafen gesehen? Noch nie. Und es gab auch noch nie eine Versammlung von so vielen Königen. Könige, ganz viele. Was? Okay. Ich hab hier Zeug. Ich bin hier innerhalb eines Orts, also könnte ich theoretisch auch das Zeug direkt sammeln, oder? Warte mal. Dadurch, dass ich alle Runen drin habe, kriege ich, hab ich ein bisschen mehr Energie. Aber wie ist die Rüstung cool? Ein Hoch auf Twitch Prime Loot? Die Liebe für dich ist so groß und stark wie der Lebensbaum. Okay. Versprich mir nur keinen mächtigen Ast.
und reich mir dann einen winzigen Zweig. Freyas Vater ist wieder verwelkt. Ich kann nicht hart bleiben, wenn du so mit mir redest. Spielen alle in Alrekstadir ihre Liebesspiele so laut? Nein, nur mein Mann. Er kann seine Frau nicht befriedigen. Ah, zu alt? Nein, er ist jung und stark. Es war auch nicht immer so. Auf unseren Raubzügen waren wir unzertrennlich. Ihr habt auf Raubzügen gepflügt? Unser erstes Mal war mitten in einem brennenden Dorf. Irgendwann wollten die anderen, dass wir aufhören, weil es sie abgelenkt hat. In Todesnähe kann Liebe heißer brennen. Habt ihr versucht, diese Erinnerung zu nutzen? Ja, aber darüber zu reden ist nicht dasselbe. Ich muss es fühlen, riechen. Also müsstet ihr die Aufregung eines Raubzugs in euer okay. Bett bringen. Hilf uns so zu tun, als würden wir plündern. Das wird meinen Bach fließen lassen. Komm, sagen wir es meinem Mann. Ich wollte nur... Gut, in Ordnung. So geht das auch? Großer, starker Wikinger. Heute wird geplündert. Geplündert? Jetzt? Mache mit beim Blut. Erfülle mich mit deiner Kampfeslust. Oh, ja. Ja, seien wir Wikinger. Vielleicht könntest du ein paar Dinge kaputt machen. Und dabei schreien, als wäre es dir wirklich ernst. Komm, geh kaputt. Oh Gott! Warum geht die Kiste nicht kaputt? Was ist das? Ein paar Dinge kaputt machen. Und dabei schreien, als wäre es dir wirklich ernst. Das ist oh, komm. Lustig, aber es erregt mich nicht. Ja, es fühlt sich nicht echt genug an. Vielleicht braucht ihr mehr Feuer. Wie beim ersten Mal. Ja, brenn unser Haus nieder. Mach es dem Erdboden gleich. Okay. Wenn ihr meint... Hat das was gebracht? Oh, Tatsache. Es klappt. Ich bin so aufrecht wie Heimdalls Turm. Dann alles klar. Tor und betritt Valhall. Nimm alles, was du willst, Wikinger. Nimm auch und lass dich vom Liebeshunger verschlingen. Alles klar. Aber ich bediene mich an eurer Tour. Das war immerhin ein Rätsel. Ach komm, das Ding geht nicht kaputt. Warum nicht? Diese Truhe ist da irgendwo. Aber es ist wahrscheinlich kein Schatz, es ist einfach nur eine kleine Truhe. Die ist irgendwo da unten. Was? Wie soll man da rankommen? Hä? Hä? Okay. Geh ich dahin? Ich weiß, ich wollte eigentlich in der Story weitermachen, aber... Wenn ich schon... Warte, da war was. Bekannt machen. König Harald sucht Krieger. König Harald bietet allen mutigen Männern an Frauen auf der Suche nach Ruhm und Reichtum, Silber und gute Waffen. Wenn ich das reizt, halte nach König Haralds Schiff Ausschau, der... Ja? Frage nach Gudorm, dem Weisen. Okay. So viel dazu. Bitte sei kein Schandi, bitte sei kein Schandi. Wird das unschön. Ah, das ist so ein tolles Ding. Das ist ein alles Tattoo wieder. Ich so, das ist ein alles Tattoo. Ich so, hat Tattoos. Das ist ein Misstrauensgebiet. Oh, die Katzen spinnen.
Na komm, komm. Ach komm schon. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Auki-Symbol. Arme. Okay. Oh, das ist... Das ist eine Fähigkeit. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Vielleicht? Das ist da oben. Gut, da muss ich von Felsen aus hier, ne? Sieht sehr danach aus. Na komm. Ich dürfte dich eigentlich gleich haben. Ja, ich hab's. Das war sogar, glaube ich, das... Ja. Das war jetzt nicht viel eigentlich, oder? Auch nicht schwer. Ist jetzt die Frage, wo ist das nächste Teil? Irgendwo wird das schon sein. Okay. Von dem Haus hier da reinkomme. Auf alle Fälle sehe ich nichts. Gut. Oh, das wollte ich nicht. Geh das Land, Freundin. Schmutzige angesenkter Zettel. Die Schweine sind ins Haus eingebrochen und jetzt ist der Kellerschlüssel weg. Du bist damit dran, durch die Scheiße zu wühlen. Okay, irgendwo ist der Schlüssel bei den Schweinen. Okay. Wo geht das auch? Ist nur die Frage, wo ist jetzt der Kellereingang? Irgendwo muss er ja sein. Proviant ist voll, alles klar. Da ist er nicht. Hallo? Kellereingang, Kellereingang, Kellereingang. Oh, voila. Wenn du beim Drücken einfach mal auf was anderes kommst, was du willst. Hier ist er auch nicht. Irgendwo muss er ja hier sein, oder? Ah, ich kann klauen. Ich kann plündern. Unnötig, aber okay. Genau, quick. Es ist schön, dass ich jetzt den Kellerschlüssel habe, aber wo? Wo? Hä? Das Summen kommt von direkt unter mir, aber... davon von da nicht direkt dahin. Das bringt auch nichts. Das war eigentlich zu erwarten. Ha. Ha. Ha, 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 ha. Schafe. Kann ich die? Kann sie auch plündern. Oh, die bringen Löder. Hi, dir tue ich nichts. Kann ich
das dann auch bei den Schweinen machen? Ja, okay. Cool. Die Schweine können nämlich irgendwo hin. Das ist praktisch. Ja, es ist praktisch, praktisch, praktisch. Okay. Das ist halt echt die Frage, wo ist jetzt der Kellereingang? Ha. Irgendwo muss er ja sein. Muss ja der Kellereingang sein. Das Ding ist halt mehr ein Ausgang. Okay. Ist halt mehr ein Ausgang als ein Eingang. Aha! So viel dazu. Auch gleich so ein machen können. Cool. Ach ja. Bogenfähigkeit. Und ich habe neues Zeug im Inventar. Ja gut, ich habe Tattoo-Entwürfe, das ist klar. Das muss ja sein, ne? So. Kann nichts erweitern. Doch, das kann ich erweitern. Und es geht wieder zurück. Ah, da komme ich raus, okay. Weil ich anscheinend alles schon hier hab. Kommt jetzt mal ein Vogel dran. Weißt du was? Markiere mir einfach das Aufgelage. Ich markiere mir das Aufgelage und gehe dahin. Auf. Schön dabei backen. Das kann ich auch. Okay. Was bringen mir die Hühner? Bisschen Leder. Cool. Mama. Mama. Oh, das letzte Huhn ist abgehauen. Okay. Ein schwarzes Huhn. Noch ein schwarzes Huhn. Ja gut, dann nicht. Ja, ich habe eure Tiere getötet. Na, dann machen wir mal. Der Sieg ist dein, wenn du es schneller runterkippst als ich. Lass dein Silber sehen. Was wäre ein Trinkspiel ohne Wetteinsatz? Ist bei dir Ebbe? Nicht schlimm. Hoch die Hörner! Sauf! 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 Trink! 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 Oh Gott! Das trifft auf deine Stiefel. Oh, das war zu schnell!
Genau, sauf. Upala. Oh, die ist besoffen. Jetzt schon. Ja, ist die schon schlecht? Haha, die ist richtig besoffen. Das ist cool. Ey, das war knapp. Oder auch nicht ganz. Ist egal. Wahrscheinlich die falsche Richtung gedrückt. Gewonnen! War's das? Eva ist stockbesoffen und geht jetzt da rein. Und auf einmal ist sie nüchtern. Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier mit den letzten seiner Männer. Kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Die Rüstung ist voll edel. Bastien, behalt sie im Auge und achte darauf, dass sie genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Haltam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt. Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Das ist nicht einfach nur eine Esche. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Geschenktes Wissen von einem Mann, den ich kaum kenne. Ist das deine Art, mich zu bitten, deiner Bruderschaft beizutreten? Ganz und gar nicht. Solange Männer und Frauen dafür kämpfen, Freiheit und Ehre zu sichern, ist mir herzlich egal, wem sie folgen. Das ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der Main. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Was ich sagen wollte, das ist nicht nur eine... solltest du wissen, Lager bedienst. Es ist nicht nur eine einfache Esche. Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Ah! Yggdrasil! Oh, jetzt quatscht du nicht mehr! Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan aufgeht. Hab ich doch! Was willst du?